grüß dich, meine Lieben. Hier ist wie euer Donado und weiter geht's mit dem Mercedes 1113 und zwar da 58. So, und wie immer zeige ich erst das Heft, dann die Bauteile und dann schauen wir uns an, was wir bauen können. Das wird dadurch gebaut. Wenn euch das Video gefällt, denkt einen Daumen nach oben. Ein Abo wäre natürlich nicht schlecht und ja, wird man das langsam ein bisschen starten und viel Spaß gewünscht. So, schauen wir in das Heft rein. Auf der linken Seite ist natürlich wieder das Inhaltsverzeichnis. Auf der rechten Seite geht es weiter. Der Britschenunterbau und zwar die 4. Da seht ihr schon die ganzen Teile, die mit dabei sind. Und ja, genau das, was wir alles Schönes bauen können. So. Als nächstes geht es weiter mit der Kurzhaber-Story und zwar andere Länder, andere Laster. Auch die Nummer 4. Das wird wieder schön erklärt. Natürlich auch wieder viele Bilderchen. Dann haben wir die Geschichte von Daimler-Benz und zwar 1940 Verwaltung des Mangels. Okay, müsst ihr sich durchlesen, das wüsste ich jetzt auch nicht. Dann haben wir berühmte LKW-Marken und zwar Volkswagen to Brasil. Eine eigene LKW-Geschichte, okay. Und unter der Haube LKW-Technik darf auch nicht fehlen. Da geht es um die Nachlaufachsen, mehr Nutzlast und Wendigkeit. Ne? Geht es wahrscheinlich um diese Teile dann, ne? Die dann separat auch bewegt werden können. So, und das ist der nächste Bauabschnitt und zwar die Nummer 59. Ja, schauen wir mal, was da dann alles so geht, beziehungsweise ob man da schon was testen könne. Und ja, so, jetzt gucken wir uns aber erstmal die Teile von dieser Ausgabe an. So, da haben wir das schöne, gute Stück. Schneid bloß mal ein bisschen auf. Was? So. Da dürfte nichts drin sein. Und zwar sind das wieder Metallteile. Der linke hintere Längsträger. In Rot gehalten natürlich. Das ist der rechte, den ich gerade in der Hand habe. Und das ist der linke. Das seht ihr hier auch von den R und von den L. Hier drin. Na? Gut, und wir haben jede Menge Schrauben und zwar die EM-Schrauben. Gut. Jetzt gucken wir mal, was wir alles montieren können. So, da hole ich nämlich schon mal unsere anderen Träger her, die wir so schön sukzessive aneinander gebaut haben. Denn heute geht es in die vollen. So, ich muss bloß mal gucken, ob das egal ist, welcher oder. Aber das scheint soweit egal zu sein. Das ist so und das ist auch so. Gut. Na gut, dann fangen wir mal an. Ich tue mal hier die Schräubchen aufmachen. Ich hoffe nur, dass das hier ein bisschen fester wird. Vom Anziehen her. Und dass ich. Ja. Ich tue mal hier die Bauschraubendreher her. Und dann geht es dann auch schon los. Und zwar so rum. Genau. So rum wird der erste hier eingefahren. Okay. Und dann wird er von hier verschraubt oder was? Von welcher Seite? Genau. Von der Seite wird er verschraubt dann. Und probieren wir gleich mal. Erstmal hier diesen magnetischen nehmen. Mal gucken, wie weit ich komme. So. Erstmal die Löcher finden. Das ist so eine Sache. Bis jetzt jodelt er die Schraube noch drin rum. Okay, wir sind so weit hinten. Ich denke, wenn das erste Loch getroffen ist, genau, jetzt machen wir erstmal die andere noch.
Die geht ja erstmal verhältnismäßig gut rein. Die vordere. Wie gesagt, wenn die ein kleines bisschen schräg ist, ihr kennt ja das Spiel, wird es nicht so lustig. So. Aber momentan sieht es so aus, als wenn sie alle ziehen würden. Da. Ja, also das Teil ist erstmal fest soweit. Dann machen wir die zweite. Die wird genauso, ach nee, die wird andersrum gesetzt. Das ist aber die mit diesen Teilen. Also da müsst ihr aufpassen hier. Ihr habt ja hier verschiedene. Ne? Die kommt dann in die Mitte mit diesen zwei Schrägen. Und zwar wird die so rumgesetzt. So rum. So, auf zur Lochsuchung, Lochfindung, jetzt. Ja. Na, die geht ein bisschen schwer, aber ich krieg sie fest. So, ne? Wie gesagt, es nützt nichts, wenn es denn hier drum rumwackelt. Ne? Das muss schon ein bisschen fest sein. So. Dann kommt das Teil. Und zwar kommt das so ran. Ja, das wird natürlich ein bisschen weg. Das kommt jetzt wieder so rum ran. Ja. Dass also hier das Schräge wieder in der Mitte ist und dann ist das Flache außen. So. Halt. Das geht bescheiden, ja. Okay. Probieren wir das andere Löchlein. Ich habe auch keinen Bock, jedes Loch hier das Gewinde noch zu schneiden. Das ist zwar ein guter Tipp von euch, aber eigentlich müsste es auch so gehen, ne? So. Gut, da haben wir die erste Seite schon mal. So sieht es aus. Ja. Und jetzt wird natürlich noch die andere Seite gemacht. Die wird eigentlich genauso spiegelgleich gemacht wie die hier die. Und ich werde jetzt vorne und hinten mal eine Schraube geben und dann nacheinander die Schrauben reinmachen. So. Das Licht rein. Ja.
Ja. Nächste. Sind halt boah, ganz schöne Schrauben, ne? Also 12 Stück insgesamt. Die anderen hier reindrehen noch. Die geht wieder auf Sperre. Und die letzte. So, das haben wir es soweit geschafft. Ihr habt das. Das ist das Endergebnis, ne? Unseres Britschenbaus, Britschenunterbaus, sag ich mal so. Ja. Bisschen schweißaustreibend war es schon, aber okay, ne? Sieht eigentlich soweit ganz schnuffi aus. Ne? Gut. Ja, liebe Leute, das war die 58 vom Mercedes LF13. Gucken wir nochmal, was wir als nächstes bekommen. Radio, Radioknopf, Druckregler, Halterung und ein Kabel mit Schalter. Okay. Schauen wir mal, was das dann mit dem Radio zu tun hat. Ja, wir sehen. In der nächsten Ausgabe vom Mercedes LF13, nämlich der 59. Ich werde mich hier auf diesem Wege erstmal verabschieden. Wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt einen Daumen nach oben ein. Aber wäre natürlich nicht schlecht. Und ich bin jetzt raus. Euer Daniel, haut rein. Macht's gut. Ciao, ciao.